Oh, ein Laden, um Dinge zu verkaufen, wäre toll. Samt Aushilfe. Sie können Penny alles Mögliche geben, das Sie verkaufen wollen. Sobald der Laden läuft, bedeutet es keinerlei Mehrarbeit für Sie. Wenn Sie den Laden kaufen wollen, und Penny hofft das sehr, sollten Sie alsbald mit Pennys Herrin sprechen. Ihr Name ist Cassandra Mason. Warum verkauft deine Herrin den Laden? Und dich? Penny ist nicht sicher, da Herrin Mason nur selten mit ihr über derlei Dinge spricht. Allerdings hat sie auch oft gesagt, wie leid sie es doch ist, zu versuchen, den Laden zu vermieten. Mit den letzten paar Mietern hatte sie wirklich einfach kein Glück. Geht's dir gut? Hältst du etwa die Luft an? Penny geht es gut. Manchmal muss Penny sich nur daran erinnern, mit dem Reden aufzuhören. Was für Waren könnte ich denn in dem Laden verkaufen? Waren aller Art. Alles von Diptam-Essenz bis hin zum Mondkalbfell. Wenn es für etwas einen Käufer gibt, kann Penny es verkaufen. Für den besten Preis. Fragen Sie nur Herrin Mason. Warum herrscht hier ein solches Chaos? Oh, die vorherigen Mieter waren nicht gut organisiert. Sie haben recht früh aufgegeben. Penny ist bereit, bei der Reinigung und Reparatur zu helfen. Also wird der Laden im Handumdrehen bereit sein. Warum liegt dir das Verkaufen so? Ungewöhnlich für eine Hauselfin. Vor seinem Tod hat Pennys früherer Herr, Mr. Mason, ihr alle möglichen Aufgaben in seinem Laden anvertraut. Penny schätzt, dass ein solches Talent für Hauselfen ziemlich außergewöhnlich ist. Aber Mr. Mason wollte es so und Penny hat es gerne getan. Mr. Mason war ein wundervoller Herr. Gut, dann werde ich Madame Mason aufsuchen. Sie werden es nicht bereuen. Sie finden Herrin Mason in ihrem Haus am Nordrand des Dorfes. Penny hofft sehr auf eine Zusammenarbeit. Auf geht's nach Hogsmeade. Hallo, Madame Mason? Ich habe gehört, Sie wollen Ihren Laden verkaufen? Aber ja, ja, das stimmt. Sind Sie interessiert? Vielleicht. Das hängt von Ihren Bedingungen ab. Meine Bedingungen sind durchaus sehr großzügig. Aber... Und verzeihen Sie mir die Frage, sind Sie nicht ein wenig jung für so ein Geschäft? Ich bin sehr wohl in der Lage, einen Laden zu führen. Ich dachte, Sie freuen sich über den Verkauf. Nun, Sie scheinen das notwendige Selbstvertrauen dafür zu besitzen. Und natürlich steht Ihnen Penny zur Seite. Dieser Elf könnte einem Troll eine Tasse Tee verkaufen. Sie hat Ihnen sicher gesagt, dass sie zum Laden gehört. Ja, das hat sie. Sie gefallen mir. Ich sage Ihnen was. Ich verkaufe Ihnen den Laden für einen sehr fairen Preis. Ich glaube, Sie haben das Zeug dazu, etwas daraus zu machen. Ein sehr fairer Preis. Für einen Laden samt Elfen? Wo ist der Haken? Sie tun gut daran, bei Geschäftsabschlüssen Argwohn zu hegen. Es gibt keinen Haken. Ich möchte Ihnen nur den Gefallen tun dürfen, den Laden zurückzukaufen. Zu einem vergünstigten Preis, versteht sich, sollten Ihre Versuche scheitern. Das Letzte, was wir in Hogsmeade brauchen, ist ein räudiges Schaf, das die ganze Herde ansteckt, wenn Sie verstehen. Ihr Glaube an mich ist ja überwältigend. Aber ich werde gewiss nicht scheitern. Da ist wieder dieses Selbstvertrauen. Und ich wünsche Ihnen natürlich viel Erfolg. Kommen wir ins Geschäft.
Was genau meinen Sie denn bitte mit scheitern? Das bedeutet lediglich, dass ich helfen kann, die Verluste abzufangen, sollten Sie das Geschäft aus irgendeinem Grund nicht fortführen können. Mehr nicht. Doch, wie Sie bereits sagten, sind die Chancen dafür verschwindend gering. Ihr Laden hat eine ausgezeichnete Lage. Warum hat ihn noch niemand gekauft? Das stimmt. Aber ich habe gerade erst entschieden, ihn zu verkaufen. Ich bin die Mühe leid. Mein verstorbener Ehemann war von uns beiden der wahre Ladeninhaber und Geschäftsmann. Sie täten gut daran, diese Gelegenheit zu ergreifen, bevor weitere Angebote bei mir eintrudeln. Es scheint nicht ganz einfach zu sein. Warum hatten andere Besitzer hier so wenig Erfolg? Sie wissen sicher, dass es nicht so trivial ist, einen Laden zu führen, wie jene mit weniger Geschäftssinn manchmal denken. Doch Sie haben dabei im Gegensatz zu früheren Inhabern einen entscheidenden Vorteil: Pennys außerordentliche Geschäftstüchtigkeit. Ihre Hilfe wird den entscheidenden Ausschlag geben, sowohl in Bezug auf die Vorbereitung des Ladens als auch auf seinen Erfolg. Das klingt verlockend. Aber ich muss erst meine Finanzen prüfen. Ich komme zu Ihnen, wenn ich mich entschieden habe. Nun gut, aber ich kann mit dem Verkauf auch nicht zu lange warten. Wenn Sie den Laden wollen, sollten Sie so bald wie möglich zu mir zurückkommen. Madame Mason, wegen des Ladens. Ja? Ich habe mich entschieden und möchte den Laden gern kaufen. Ich bin wirklich beeindruckt. Für Ihr Alter sind Sie erstaunlich geschäftstüchtig. Ja, das stimmt wohl. Und mutig. Sie werden es nicht bereuen. Geben Sie mir das Geld und ich bringe den Papierkram sofort auf den Weg. Wunderbar. Soll ich direkt zum Laden gehen? Bitte doch. Oh, eine Sache noch. Seit dem Tod meines Mannes konnte ich mich nicht überwinden, einige seiner persönlichen Dinge abzuholen. Sie sind in einer Truhe hinten im Laden. Penny hat den Schlüssel. Wenn Sie sich nun dort einrichten, wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie vor der Eröffnung einer alten Witwe beistehen und sie mir bringen könnten. Ich wünsche Ihnen viel Glück bei Ihrem Vorhaben. Penny wird Sie dort treffen. Es ist soweit, Penny. Der Laden gehört mir. Oh, Penny freut sich sehr. Penny hatte gehofft, dass Sie den Laden erwerben würden. Ich bin froh, dass du mir zur Seite stehst. Du liebe Güte, Sie sind zu freundlich. Penny wird alles tun, um den Laden zum Erfolg zu führen. Es gibt viel zu tun. Der letzte Mieter ist überstürzt aufgebrochen, also sind eine Reinigung und Reparaturen nötig. Nun gut, gehen wir es an. Penny ist bereit. Zu zweit bringen wir diesen Laden im Handumdrehen auf Vordermann. Repar. Oh, Penny kann schon sehen, was möglich ist. Es geht doch nichts über harte Arbeit. Herrin Mason wollte, dass Penny Ihnen diesen Schlüssel gibt. Er öffnet eine Truhe im Hinterzimmer des Ladens. Oh ja, das hatte sie erwähnt. Darin sind die Sachen ihres verstorbenen Ehemanns. Penny fragt sich, ob sie die Truhe öffnen sollten. Hältst du schon wieder die Luft an? Penny muss wieder an die Arbeit.
Trevelio. Seltsam. Warum sollte hier jemand einen einzelnen Hut aufbewahren? Nicht gerade besonders einladend. Oh, wie schön, jemand zum Spielen. Wohl eher der gerissene Typ. Das wird ein Riesenspaß. Zumindest für mich. Revelio. Lumos. Die ist neu. Na dann mal weiter. Was tun? Wer ist da? Revelio. Fledermäuse. Toll. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Scheint, als sollte ich dort etwas aufhängen. Diese Laternen müssen ja irgendwo hingehören. Wingardium Leviosa! Vielleicht sollen die Laternen an den Händen hängen. Vielleicht überlebt sie etwas länger als die anderen. Lumos. So schnell, so weit gekommen. Gut. Sie sind vielleicht genau die Person, die ich gesucht habe. Ich hoffe, Ihnen gefällt mein Spielplatz. Erzählen Sie ruhig allen davon, sofern Sie es hier herausschaffen. Versuchen Sie es. Wenn Sie das Ende erreichen, treffen wir vielleicht eine Art Abmachung. Ich will doch auch, dass Ihr Laden Erfolg hat. Wie war der Spruch? Alles hat zwei Seiten. Leider bestimme ich hier beide Seiten.
Und sie werden wohl beide bewältigen müssen. Ich liebe diesen blühenden Ort, sie nicht? Aber Blattwerk überlebt nicht lange in der Dunkelheit, wie die meisten Organismen. Ob ich die Laternen platzieren muss, um diese Tür zu öffnen? Wingardium Leviosa. Was ist das? Ein Spiel im Spiel? Springe auf H3. Zitterritter. Ich hoffe, sie wird mir verfallen, aber doch nicht. Augen auf. Das war nicht allzu schwer. Ich hoffe, Sie haben auch so viel Spaß wie ich. Ich glaube, ich behalte Sie noch eine Weile hier. Revelio. Wingardium Leviosa. Revelio. Lumos. Konfringo. Ich habe Angst im Dunkeln. Beunruhigt es Sie, dass ich Sie sehen kann, aber Sie... Wingardium Leviosa. Das sollte es. Ich würde Ihnen gerne Platz anbieten, aber ich räume gerade um. Lumos. Und wir wollen ja auch nicht, dass Sie es sich hier zu gemütlich machen. Lumos.
Lumos. Vingardium Leviosa. Vingardium Leviosa. Lumos. Genial! Ach, würdige Konkurrenz. Wie schön. Contrinko! Defindum! Bombarda! Bombarda! Okay, super! Lumos. Revelio. Vingardium Leviosa. Das sollte sie richtig wach machen.
Nun, das war spaßig, aber es gibt noch so viel zu tun. Wir sehen uns. Wingardium Lumos. Sie haben den akademischen Weg eingeschlagen. Bücher werden nicht reichen, um mich zu schlagen. Betrachten Sie die Dinge doch mal aus einer anderen Perspektive. Wingardium Leviosa. Das macht so viel Spaß, da schwirrt mir der Kopf. Lumos. Wingardium Leviosa. Lumos. Vielleicht sollte ich die Laterne in diesen Raum ziehen, damit er sich wieder dreht. Wingardium Leviosa. Nur Bücher und kein Spaß machen einen zum Fahren. Rebellion. Lumos. Augen auf!
Lumos. 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 Wir drehen uns im Kreis, was? Sie können Ihre Schritte zurückverfolgen. Lumos. Lumos. Bombarda. Lumos. Oh, wie nett, dass ihr vorbeischaut.
Revelio. Ungemein kluge Seele haben diesen scheinbar unendlichen Kerker offenbar relativ unbeschadet durchquert. Und jetzt wollen sie sicher gehen. Alle verlassen mich, meist in einer Zwangsjacke und für immer. Langsam nehme ich es persönlich. Ich bin es leid, niemandem zum Spielen zu haben. Oh, oh, ich weiß was. Wie wäre es hiermit? Wenn Sie mich in einem Geistesduell schlagen und mir unbeschränkten Zugang zum Laden gewähren, sagen wir, einen Tag im Monat, um etwas Spaß zu haben, signiere ich einen Vertrag. Worauf ich, mal sehen, bla 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 bla, oh ja, Sie und Ihre Kunden zu allen anderen Zeiten in Ruhe lassen werde und so weiter. Sie kriegen den Laden, ich mein Chaos. Klingt das annehmbar? Fantastisch! Dann kann es jetzt losgehen! Los, packen Sie mich! Aha, können Sie mich auf Basis? Stufe. Verfringung.
endlich jemand, der meines akribisch geplanten Spielplatzes würdig ist. Schön, endlich wieder etwas Spaß in meinem kleinen Verlies zu haben. Nichts geht über eine schöne Herausforderung. Ah, eine verwandte Seele. Was den Vertrag angeht. Ich bin ein Poltergeist, der sein Wort hält. Sagen Sie mal, was genau besagt diese Vereinbarung eigentlich? Puh, aufgepasst! Wenn Sie dafür sorgen, dass ich einen Tag im Monat richtig Spaß habe, dürfen Sie den Rest der Zeit nahezu ungestört hier arbeiten. Warum sollten Sie so einen Vertrag abschließen? Ich könnte zwar endlos über diesen Ort reden, aber noch besser sind die Gesichter der Kunden, wenn ich ihnen mit einem Schokofrosch eins überziehe. Man lernt das Publikum erst richtig zu schätzen, wenn man keines mehr hat. Na schön. Ich stimme zu. Allerdings mit einem kleinen Zusatz. Hurra! Schluss mit dem unbefriedigenden Herumgepolter im kläglichen Nichts. Moment mal. Sagten Sie, ein kleiner Zusatz? Ganz recht. Wenn ich einen erfolgreichen Laden mit vielen Kunden führen möchte, müsstest du dein Chaos nach 9 Uhr abends stiften. Wärst du damit einverstanden? Wären Sie auch mit mindestens 2 Tagen pro Monat einverstanden? Wäre ich. Schön, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Nun bin ich erschöpft. Gut gemacht. Ich wurde nicht enttäuscht. Ich muss zugeben, Cassandra hat einen perfekten Spielkameraden aufgetrieben. Hallo, Penny? Oh, Penny ist so froh, dass Sie zurück sind. Du wusstest genau, wohin diese Truhe mich führen würde. Penny dachte schon, es würde noch ein weiterer Ladenbesitzer in St. Mungo enden. Noch ein Ladenbesitzer St. Mungo? Das musst du mir erklären, Penny. Penny, bitte hör auf, die Luft anzuhalten. Sag mir, was los ist. Oh, bitte vergeben Sie, Penny. Penny darf Ihnen nichts erzählen. Aber wie kann es sein, dass du mir nichts sagen darfst? Ich habe diesen Laden gekauft. Penny ist verwirrt. Penny dachte, wenn Sie zurückkehren, würden Sie den Laden besitzen. Danke, Penny. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal mit den Behörden sprechen. Penny hält das für eine geniale Idee. Officer Singer wird wissen, was zu tun ist. Penny wird hier warten. Officer Singer, ich habe etwas erfahren, das Sie interessieren könnte. Ah, schön, Sie zu sehen. Was kann ich für Sie tun? Cassandra Mason hat mir ihren Laden verkauft und wollte mich dann in einen Spukkerker werfen. Cassandra Mason hat Ihnen den Laden verkauft? Ich bin durchaus in der Lage, einen Laden zu führen. Aber haben Sie den Teil mit dem Kerker gar nicht gehört? Nein, das habe ich auch gehört. Und laut der Hauselfin, die zu dem Laden gehört, hat sie so etwas bereits früher getan. Mehrmals. Ich habe mich schon gewundert. Sie schien große Schwierigkeiten zu haben, Mieter in dem Laden zu halten. In jedem Fall sind das wirklich schwere Anschuldigungen. Vielleicht sollten wir Cassandra einen Besuch abstatten, um die Sache zu klären, oder?
Hallo, Ruth. Sie kennen den neuen Mieter also schon? Cassandra, soweit ich weiß, haben Sie Ihren Laden und Ihre Elfin an diesen Schüler verkauft. Er hat mir einige sehr interessante Geschichten über Ihre Geschäftspraktiken erzählt. Vielleicht sollten Sie mitkommen. Hinterher! Sie gleich verlassen. Ich hätte mit einem hinterlistigen Schüler keine Geschäfte machen sollen. Enttäuschen mich, Cassandra. In Karzerus! Sie wissen nicht, was Sie da tun! Ach ja? Ich habe mich immer gefragt, warum Sie nie einen Mieter halten konnten. Zugegeben, ein Spukkerker ist mir in den Sinn gekommen. Vielen Dank. Sie können zurück zum Laden. Sehen Sie nach der Hauselfin, sie hat sicher Angst. Miese, verräterische Elfin, ich hätte es wissen müssen! Silenzio. Ach, und keine Sorge. Cassandra wird für Sie unverzüglich die nötigen Besitzurkunden über den Laden und die Elfin ausfüllen. Auf Ihrem Weg nach Azkaban. Vielen Dank, Officer Singer. Ich wünsche Ihnen viel Glück als neuer Ladenbesitzer in Hogsmeade. Penny, ich habe hoffentlich gute Nachrichten. Officer Singer hat bestätigt, dass der Laden jetzt in meinen Besitz übergegangen ist. Oh, das sind gute Neuigkeiten. Penny ist so erleichtert. Penny fiel es so schwer, ihnen die Wahrheit vorzuenthalten. Penny wird für so einen gütigen neuen Besitzer so hart arbeiten wie möglich. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Jetzt müssen Sie bloß noch ein Schild für Ihren neuen Laden wählen und Penny kümmert sich um den Rest.
Ich wähle Naht und Trunk. Tolle Wahl. Schauen Sie es sich draußen an. Danke. Ich werde Gegenstände für das Inventar des Ladens sammeln. Ach, und Penny. Wir schließen jeden Abend um 9 Uhr. Penny, ich habe hoffentlich gute Nachrichten. Officer Singer hat bestätigt, dass der Laden jetzt in meinen Besitz übergegangen ist. Oh, das sind gute Neuigkeiten. Penny ist so erleichtert. Penny fiel es so schwer, Ihnen die Wahrheit vorzuenthalten. Penny wird für so einen gütigen neuen Besitzer so hart arbeiten wie möglich. Penny, ich habe im Verlies ein Kleidungsstück gefunden, das ich dir geben möchte. Oh, danke, danke. Penny hätte nie gedacht, dass sie mal Kleidung bekommt und eine freie Elfin wird. Sehr gerne. Du hast es verdient. Natürlich wird Penny bleiben und den Laden weiter für sie führen. Penny, du bist frei. Du kannst tun, was auch immer du willst. Aber Penny wollte doch immer nur mit einem lieben Menschen einen Laden führen und die Leute von Hogsmeade versorgen. Wenn du das möchtest, Penny, würde mich nichts glücklicher machen. Ich bin wirklich froh, dass du bleibst. Penny ebenfalls. Jetzt müssen sie bloß noch ein Schild für ihren neuen Laden wählen und Penny kümmert sich um den Rest. Ich wähle Naht und Trunk. Tolle Wahl. Schauen Sie es sich draußen an. Danke. Ich werde Gegenstände für das Inventar des Ladens sammeln. Ach, und Penny. Wir schließen jeden Abend um 9 Uhr. Vielleicht gibt es heute etwas, das Penny für Sie verkaufen soll? Oh, Penny wird das für Sie zu einem guten Preis verkaufen. Penny wünscht Ihnen eine sichere Reise.